Bevor die neue Serie losgeht, Freunde, muss ich noch etwas klarstellen. Und zwar hat ein anderer FIFA-YouTuber heute die Ankündigung zu der gleichen Serie gemacht, die ich vor 2 Tagen schon geplant hatte und ein Abonnent vor 2 Tagen auch geschrieben hatte. Und das heißt, ja, ich habe sie nicht geklaut, nein, bevor jetzt hier wieder grundlos gedisliked wird. Ich will hier nur eins klarstellen, ich will auch kein Beef anfangen oder sonst was. Ich habe damit angefangen, aber was die anderen machen, ist mir egal. Veröffentlicht wurde das Video heute am 11.10.2014. Ihr könnt jetzt nochmal kurz gucken, ich habe einen Screenshot gemacht, wann der Kommentar da war. Das können wir hier sehen von einem Abonnenten von mir. 11.10. habe ich den Screenshot gemacht, also auch heute. Und ja, der Kommentar war aber schon seit 2 Tagen da und ich habe sogar auch drunter geantwortet. Aber okay, das wollte ich nur klarstellen. Ich habe keinen Bock auf Beef oder sonst was, also genießt die Serie und ich würde sagen, macht was ihr wollt, aber glaubt bitte das, was auch stimmt. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu unserer neuen Serie 5 Packs Pink Slips von unserem Abonnenten vorgeschlagen. Ich habe dich angeschrieben, falls du das siehst, guck bitte in deinen Posteingang, weil ich wollte eigentlich mit dir den ersten Teil machen, aber du darfst dann den zweiten machen, weil er war der Erfinder von der Serie und hat unter meinem Video geschrieben, ja, falls das jetzt wieder falsche, welche falsch verstehen. Und das nochmal zu dem anderen YouTuber, ich habe extra alles gecancelt, also zensiert, damit ihr nicht seht, wer das ist. Und ich will auch nicht, dass ihr da irgendwie was reinschreibt oder sonst was. Es ist jetzt nun mal so und ja, dann machen halt beide die Serie, keine Ahnung. Und ich würde sagen, ich erkläre euch die Serie kurz. Wir werden gleich 5 Packs ziehen und ja, die besten Spieler, die wir hier gezogen haben, ich werde alle Spieler einfach auf den Tauschstapel tun, dann verkaufen. Und die Coins, die wir da rausbekommen haben, wird er dann bekommen, wenn wir verlieren sollten, ja. Ich habe auch natürlich schon ein Team gemacht, das ist hier unser Team of the Week. Jetzt können wir nochmal kurz auf mein Teamchen schauen und das ist natürlich das Pace-Huren-Team schlechthin, habe ich auf Foothead gesehen. Ich dachte mal, ja, baust du das? Ich habe noch kein Spiel mit denen gemacht, hier können wir zum Beispiel sehen, 0 Spiele, oh mein Gott, ein ganz frischer Oberfemi Martins oder hier auch ein Jedlin, ja, noch kein Spiel absolviert, aber heute wird das erste Mal mit diesem Team gespielt und hoffentlich natürlich dann auch erfolgreich bestritten werden. Wie gesagt, wir werden jetzt 5 Packs öffnen und mal gucken, lassen wir uns überraschen, ja, ob wir gute ziehen oder nicht, weil wir können natürlich auch davon profitieren. Das erste Pack, wer wird drin sein? Und ich habe schon richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich kann auf jeder Konsole spielen. Okay, Huddlestone wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Stellen wir mal für 600 rein. Und 650 Sofortkauf, eine Stunde natürlich. Wir werden jetzt erstmal reinstellen. Dann hier ein Torwart von, oh mein Gott, Rizespor. Tut mir leid für alle, die ja, aus der Türkei kommen. War nicht so wirklich türkisch, ne? Ich weiß. So, den machen wir mal hier für 350. Nee, gar nicht wahr, die machen wir für... Ja, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Machen wir mal für 400, zack. Ansonsten stoßen wir die einfach ab und da kommt dann natürlich auch was bei rum. Den können wir auch nochmal für 400 reinstellen. So, können wir irgendwas noch verkaufen? Ja, hier die Teamfitness stellen wir für 150 rein. Die kommt natürlich, die nehmen wir dann auch noch mit, außer hier die Verträge oder so. Die will eh keiner, die behalten wir, Freunde. Ja, erstes Pack. Wird so 2000 Coins wert sein, ungefähr. Kann er sich schon mal drauf einstellen. Zweites Pack. Ja, ich werde ihm das natürlich auch schreiben, damit er ein bisschen Ansporn hat. Oder auch nicht. Adrian von Porto, auch kein schlechter. Der war doch auch hier in der spanischen Liga und da war richtig geil. Oh, jetzt habe ich 450 reingestellt, was soll's. Ramirez, ja, von Hull City, kann auch was wert sein. So, der wird nichts wert sein. Heute Abend natürlich auch noch Deutschland gegen Polen, Freunde. Komm, ich will natürlich auch was Gutes haben, damit ich mal was habe zum Verteidigen. Unsere Bilanz ist natürlich auch nicht so schlecht. Cananoglu hier und ein Gratis-Pack. Das zählt natürlich auch noch mit rein. Das müssen wir natürlich auch noch mal sehen. Müssen wir auch noch öffnen. Hier, der wird ehrlich nichts wert sein, aber machen wir einfach mal. Scheiß drauf. Cananoglu ist aber auch, glaube ich, nur noch 1000 Coins wert. Preisvergleich. 1000, ja, 1000. Das ist ja noch nicht zu Ende. Wir müssen jetzt hier noch kurz das Goldset öffnen, meine Freunde. Und komm, überspringen. Kevin
Kurani, alles klar, Kevin Kurani, der ja wieder in die Bundesliga will. Dann hier noch ein Spanier von Bologna, könnte vielleicht auch für was weggehen, auch wenn er jetzt nicht den heftigsten Schuss hat. Ja, den Rest nehmen wir einfach mit zum Verein, zack. Wernblom hat gute Physical-Werte und so. Ich glaube ja jetzt nicht, dass er weggeht, aber okay. Bisher hat er nicht so für wirklich gute Spieler gezogen, aber Cananoglu ist ja schon mal etwas. Ich glaube, wir sind jetzt gerade so bei 5000 Coins. Hegeler von Hertha. Hegeler von Hertha, ZM. Ja, können wir ja mal versuchen, für 650 loszuwerden. Dann hier Linksverteidiger von Bilbao, auch keine schlechten Werte. Also für 400 wird er bestimmt weggehen, hoffentlich. Und das Porto-Auswärtstrikot sehe ich auch schon hier ganz hinten. Higuain von Columbus Crew, das ist, denke ich, auch nichts wert. Können wir auch mal für 150 reinstellen, was soll's. Jetzt das letzte Pack hier und dann geht's los zum Pink Slips. Mal gucken, wer jetzt hier drin sein wird. Komm, lass es noch ein Rare-Spieler sein. Nein, es ist Jan Sommer. Auf jeden Fall kein schlechter Torwart. Das ist natürlich klar. Hat jetzt auch seine goldenen Zeiten bald so. Bei Gladbach spielt er jetzt richtig stark. Auch wenn er am Anfang ein bisschen gepatzt hat. Maicon, ja, auch wenn er jetzt nicht so viel wert ist. Wahrscheinlich wegen seinem 52 Tempo, ne? Aber okay. Machen wir einfach. Und ich sehe hier schon Managerliga, Bundesliga, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Eher wichtig sind die 2000 Coins. Das muss ich mir jetzt auf jeden Fall merken. 2000 Coins, die wir jetzt schon mal safe haben. Und aktivieren wir natürlich. So, 31.000. Ja, okay. Den Rest nehmen wir natürlich mit. Und ich würde sagen, wir laden jetzt unseren Abonnenten ein und gucken dann am Ende, wie viel dabei rumkommt. Erstmal müssen wir das Spiel doch hier spielen. Und wenn wir gewinnen, dann ist es ja nicht so wichtig. Und wenn wir verlieren, dann müssen wir ja nochmal schauen, ob wir den einen oder anderen Spieler verkauft bekommen. Es ist soweit. Er ist drin, Freunde. Unser erster Abonnent hier. Ja, auf dem PC darf spielen. Also, wir nehmen hier das, ja, von Kopenhagen, das Trikot sieht ganz schlicht aus, weiß, schwarz. Und ich bin gespannt, was er für ein Team hier hat. Ja, Campbell, Cazorla auf links, also jetzt nicht so schnell, Campbell natürlich schon. Checo, Merte und Terry, also etwas langsamer und wir mit unserer Pace-Tool-Mannschaft. Oh, war ja, okay, es geht so um 5.000 bis 10.000 Coins, wir haben jetzt noch nicht alles verkauft. Aber Freunde, wünscht mir Glück und es geht los. Oh. Ja. Scheiße. Okay, Jungs. Es geht doch nicht immer um Pace. Ich fühle mich gerade auch richtig dreckig, mit so einem Team anzutreten. Aber ich hatte jetzt kein anderes. Dritte Minute. 1-0. Okay, jetzt kommen hier die Ausreden. Jetzt müssen wir hier aber zeigen, was wir können. So, komm, Emenike. Zack, zack, ja, der kommt durch, da ist das Ding, Freunde, 1-1, Emenike regelt natürlich, Emenike regelt hier schlechthin, einfach mal Schussfinter, zack, zack und durch, sehr schön, Kombinationsspiel hier auf die Pace One und da ist das 2-1, es ist so dreckig, aber ich schwör's euch, nächste Episode werde ich mit einem anderen Team spielen. Lasst euch überraschen. Ihr könnt jetzt auch schon in die Kommentare schreiben, PS4 oder Xbox One auf der PS4 erwartet euch ein richtig geiles Team. Ich weiß nicht, ob ihr es morgen schon sehen werdet oder so, weil ich auch ein Video mit dem schon gemacht habe. Das ist so eine gute Freischussposition. Und Freischüsse sind so leicht dieses Jahr. Und mit Cazorla. Komm, 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 komm. Oh nein! Ja. Er kommt da irgendwie zum Ball. Terry macht das 2-2. Okay, jetzt tut es mir doch nicht mehr leid, dass wir mit so einem Pace-World-Team spielen. Voll. Oh mein Gott, was für ein Pass. Und da ist das Ding. Jungs, das Team ist OP. Also, wenn ihr die Kohle habt, ihr müsst das kaufen. Obwohl, in der Verteidigung ein bisschen offen. Aber das kann man ja auch noch nachbessern. Mit anderen Spielern, aber krank. Musa, der eigentlich sonst immer daneben schießt, macht hier das Tor 3-2. Die Flanke Monreal ist das gewesen. Nee, das war der gar nicht. Das war Kabul hier mit dem Kopfballtor. Ich habe gerade auf diese andere Spielanzeige geguckt und er macht das 4-2. 4-2, er hatte mehr Schüsse. Man muss auch ganz klar sagen, wir hatten einfach
Ja, eine Torgefährlichkeit von 100%. Jedes Ding reingemacht, was aufs Tor kam. Und wir spielen mit Pace, er nicht. Aber Dumbia ist natürlich der Pacigere. Zack, 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 zack. Und jetzt Finesse. Oh komm, der wäre so schön gekommen. Nochmal kommt er an den Ball und er macht den irgendwie rein. Wer war das? Eminike, ne? Ja. Was soll man dazu nur sagen? Ja, normal, das ist so unfair eigentlich. Das ist so unfair, ne? Man kann da einfach durchgehen. Ey, das ist so scheiße für den, glaube ich. Naja, es sind jetzt nur 5000 Coins oder sowas. Also es ist jetzt auch nicht die Welt gewesen. Wäre es jetzt Robben oder so. Aber komm, da kann man noch ein Auge zudrücken. Fuck, fuck, fuck. Chico ist durch. Oh, Junge. Wurm, Alter. Er blockt den irgendwie, den Ball. Ja, das soll es gewesen sein. Er hat am Ende echt nochmal gedrückt, aber ja, halt nicht die Torgefährlichkeit ausgestrahlt. Hätte er ja wirklich ab und zu das Ding reingemacht oder so, irgendwie mit Glück noch ein bisschen ja, getroffen, dann wäre das vielleicht nicht so eindeutig ausgefallen und wir hatten einfach das OP-Team schlechthin. Ja, zu empfehlen ist das natürlich. Also, ja, damit gewinnt ihr wirklich immer. 6-2 haben wir gewonnen. Das heißt, die Packs werden bei mir bleiben. Wir haben nichts verloren. Und ja, ich hoffe, du siehst das hier. Hast sehr gut gespielt, auch mit dem Team. Er hatte ja jetzt wirklich auch kein schlechtes Team. Aber nun mal halt nicht das Pace, was wir hatten, ne? Und ja, Freunde, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen, lasst eine Bewertung da oder so. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Diese Serie ist auch ganz ansehnlich und jetzt nicht so übertrieben immer mit Pinkslips oder sowas. Also so 500.000 oder so, was ihr aus der englischen Szene kennt. Da ist auch mal ein bisschen Glück gefragt, was wir dann in den Packs haben. Das heißt auch ein bisschen Pack-Opening dazu. Und ja, ich würde sagen, schreibt in die Kommentare, ob ich die nächste Episode auf der PS4 oder auf der Xbox One bringen soll. Und dann würde ich sagen, genießt heute noch das Deutschlandspiel, falls ihr es guckt. Und ich würde dann auch jetzt das Video abschließen. Und ja, macht's gut. Genießt noch die anderen, die Ferien haben. Genießt noch die Ferien, sage ich mal so. Und ich wollte nochmal mich bedanken an alle, die so viel geschrieben haben in dem letzten Video, also Kommentare geschrieben haben und dann auch noch so einen richtig geilen Text, der mich einfach nur motiviert hat. Das motiviert mich wirklich umso mehr. Ich habe jetzt nicht auf alle Kommentare antworten können oder geantwortet, aber ich habe es mir wirklich durchgelesen, jeden Kommentar, und da waren richtig geile motivierende Sachen dabei. Und ja, für euch mache ich das Special, überlege ich mir noch. Also ihr habt schon viele Vorschläge reingehauen und ich werde mir eins noch jetzt fest, also ich werde mich für eins festlegen, aber das werdet ihr dann noch im Laufe der Woche oder so dann noch erfahren, was es dann sein wird. Und ich würde sagen, jetzt hier ist auch mal gut, das soll es gewesen sein, macht's gut und haut rein.